Hallo, wer seid ihr und was tut ihr hier? Wir sind die Band Deine Mutter und wir haben hier unser Video von dem Lied Torpedo Boy präsentiert. Okay, worum geht's in dem Lied? In dem Lied geht's um einen Superhelden namens Torpedo Boy, der auf seinem Torpedo durch die Welt reitet und alles Übel aus der Welt vernichtet. Okay, und wie sieht euer Video aus? Beschreibt das mal in eigenen Worten. Also dazu ist noch zu sagen, dass wir in den Sommerferien einen Bandurlaub auf einer Hütte in den Alpen hatten, auf glaube ich 1700 Meter Höhe. Und in diesem Alpenpanorama haben wir das gedreht. Und wir haben so ein bisschen, also wir haben Einflüsse aus den Action-Cartoon-Filmen und aus der Schlagerszene einfließen lassen. Okay, interessant. Ihr hattet ziemlich viele Instrumente und Requisiten. Hattet ihr die alle sowieso schon oder habt ihr euch die extra organisiert? Naja, wir hatten halt unsere Instrumente dabei, weil wir das Lied, das wir in diesem Film spielen, haben wir tatsächlich auch auf dieser Hütte aufgenommen. Und deswegen hatten wir natürlich unsere Instrumente alle dabei. Okay, und wie kommt man auf so eine Idee, so ein Video zu so einem Lied zu machen? Und warum macht man überhaupt so ein Lied und so ein Video? Man kommt auf diese Idee, wenn man eh schon mit 8, 9, dann in dem Fall dann 10 sogar Leuten, Jungs, auf einer Hütte abgekapselt von der Welt irgendwie da oben Musik macht und dann der Meinung ist, man muss das Ganze jetzt auch noch in Bild festhalten, nicht nur in Ton. Okay, gut. Habt ihr euch auch andere Filme und Videos von anderen Filmemachern heute angesehen? Ja, wir waren jetzt in dem Blog leider nur. Aber wir haben gerade Dr. Zhivago ist tot, das hat uns, glaube ich, allen sehr gut gefallen. Schöner Humor, guter Humor. Okay, gut, dann vielen Dank fürs Interview. Wo kann man euch denn finden, wenn man euch denn suchen wollen würde? Man kann uns auf den Bühnen dieser Welt finden, abgesehen davon natürlich auf Facebook. Man sieht immer wieder überall Sticker von uns rumfliegen. YouTube, deinemutter.info. ICQ. Nächstes Mal live wo? Nächstes Mal live wo? Am 31. im E-Werk. Und zwar mit der Whiskey Foundation. Das wird ein richtiger Kracherabend. 31. März. Ja, okay. Natürlich März. Okay. Leute, guckt euch das Video an und wenn es euch gefallen hat, dann teilt es auf ICQ. Ja. Also dann, ciao, schönen Abend noch. Vielen Dank, tschüss.